Und da ist es schon morgen. Ah, Y? Ah, das ist die Karte. Da waren wir schon überall. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Das müssten die Schneeflocken sein, wenn es mich nicht täuscht. Schau mal. Links? Ja. Das weiß ich noch, weil ich selber nicht auf dem Tisch. Und da ist das Stachelschwein. Tschüss. Und jetzt bei uns im Garten. Hab ich gefangen genommen. Da ist der Fuchs. Das ist ja auch ein Schneeflocken. Ups. Der Fuchs und das Stachelschwein. Stachel. Nicht Stachelschwein, sondern Stachelschwein. Stachel. Yes! Yes! Doch. Ja? Okay, gut. Passt alles. Yeah. Wollte nur gerade noch mal auf die Musik gehen, ob jetzt die Aufnahme läuft. Der Elf fliegt wie Superman! Yay. Elfen-Superman! Es ist fett. Ist er ein Vogel? Ist er ein Flugzeug? Nein, es ist Elfen-Superman. Oder Super-Elf? Es ist Super-Elf. So nennen wir ihn. Super-Elf. Super-Elf, wir kommen. Super-Elf. Da-da-da-da-da-da-da. Er fliegt überall, wo er nur kann. Das ist der Super-Elf. Das ist der Super-Elf. Naja, wenn sie hier vorher gekannt hat, ein schlechter Gesang. Welches Lied das ist? Ist die Kinderserie, die ich als Kind sehr oft angeschaut habe. Hey, wie hast du darüber nachgedacht? Ist doch schon wieder eine Weile her. Naja. Man wird halt doch älter. Na, wie ich bleib nur bis das für. Blöde. Das für Spielte eher gesagt. Dieses Spiel nicht gerade hilfreich ist, es loszuwerden. Wobei, ich glaube, das ist verspielt ein bisschen. Ja. Jetzt springe ich an der Oberschicht vorbei. Aber jetzt sind wir wieder in der Höhle, gehen wir durch und klären nochmal von oben hoch. Hui! Hi! Und doch! Und doch! Ah. So oder so ähnlich als uns vorgestellt, da hoch zu fliegen. Na! Fehlt uns die Power noch. So, dann über. Da hoch. Alright. Yeah. Jetzt sind es dann nur. Ah, zwei Stück fehlen. Okay. Müssen die da ganz oben sein, nur noch nicht hinkommen. Ah, bin ich ein bisschen fanatik. Da ist ein Schlitten. Hui! Und da ist ein Schneemann. Alright. Ich wollte hier noch zwei Schneeflocken einsammeln. Ah, dann lieber. Ja, jetzt haben wir ihn. Du kannst uns nicht, Vögelein. Ich hab dich. Jetzt darfst du wegfliegen. Ab zu uns nach Hause. Wo sich Fuchs und Stachelschwein gute Nacht sagen. Komm auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur woher, aber. Ich glaube, das ist Fuchs und Igel. Hase und Igel. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh, komm mir doch noch gar nicht.
Ja. Nochmal hochklettern. Ist ja nicht so, als wäre das eintönig, dieses Hochklettere. Nein. Nein. Mehr Schwung. Aber, so wie ich alle, wie wir, aber jetzt mit einem Kollektiv, ja, sind nur noch wir. Nein. Schon wieder eine fehlt. Gut, in diesem Fall bitte ist dann wieder ich, weil ich schaff das nicht. Aber wir wollen diese Sternschnuppe. Schneeflocke, wir kommen da noch nicht hin. Muss jetzt einziehen. Hey. Kann doch immer nicht so schlecht geworden sein für solche Spiele. Ups, hat's mal kurz Kakel. Da noch, dann über. Tack, tack. Da wieder weiter. Nach rechts. Unser Freund der Fuchs. Dich hier mich hier auch noch. Ja. Wir haben ja schon echt gut. Mit Marvin. Bitte nicht nachmachen. Das funktioniert so nicht. Das kann nur Marvin. Nein, zu wenig Schuhe. Ah. Ja, gut. So was passiert. Wenn man einen nicht am Steuer eines Schlittens lässt. Der fliegt nicht so weit. Nein, der kommt kurz davor wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und sagt, ich kann doch nicht fliegen. Ich bin ein Schlitten. Yippie. Ja, genauso wie hier. Eieiei. Ja, was verlange ich auch von den Dingern? Oder von den Sachen? Schlitten soll fliegen können. Handschuhe sollen die Macht zum Fliegen verleihen. Wo sind wir denn hier? Ja, ich weiß, bei Marvin Smith, da geht alles. Nur weil es der Marvin ist. So kalt der ist, ich würde eingepackt, ich so schön gepolstert, dann da passiert auch nichts. Wenn der mal ein bisschen runterfliegt. So gepolstert ist der. Ja, jetzt hat. Da war ein X. Oh, eine Schneeburg. Cool, ich kenne nur Sandburgen. Meine ganz blöde Frage. Hat die schon Schneeburgen gebaut? Ich noch nicht. Wir haben Iglus gebaut früher. Iglus und Schneemänner. Eine Schneeburg? Hm? So was kann ich mich nicht erinnern, mit wem man so etwas gebaut hätte. Wo ich noch kleiner war. Als Jünger. Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Schneehöhlen haben wir auf jeden Fall. Schneehöhlen und... Schneehöhlen und... Iglus und Schneemänner und Schneeengel. So was haben wir früher gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer nur von den Kindern gemacht wird, aber ich glaube schon. Ja. So was gehört einfach zu Weihnachten dazu. Mit Schneeball schlachten. Schlittschuh laufen. Was macht ihr eigentlich muss im Winter? Bin ich da jetzt in der Ausnahme? Ich glaube nicht da. Ah, da ist was zum Zuschlagen. Mein Freund. Nee, erzählt doch mal, was macht ihr so im Winter, wenn es Schnee fällt, wenn es kälter wird?
macht sie selber Schneemann bauen, Schneeengel. Oh, X. Da 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 da. Hi Marvin, let me give you some Kakao. Kakao. Also, schon mal vorwarten. Mein Englisch ist nicht gut. Ich werde es euch nicht laut vorlesen. Das hört sich nicht grausam an. Ich werde mit euch zusammen lesen, im Stillen. Und wenn ich es verstanden habe, grob zusammenfassen. Aber nicht böse, wenn es falsch ist. Oder wenn ich nur ein Teil kurz zusammenfasse. Auf Deutsch, so in 1, 2 Stichpunkten. Naja, starten wir einfach mal. Kennen wir der Elfiz? Elfizyklopädie. Okay, let's find and we do it. Das war's aber jetzt wirklich mit Vorlesen. Also, grob zusammengefasst, was ich daraus herausgelesen habe. Lesen. Ja, okay. Ich habe den Kakao getrunken, habe ein bisschen im Kakaosatz gelesen. So. Nein. Die Elfizyklopädie ist ein zusammengeschriebenes Buch von dem ganzen Wissen von den Arten der Elfen, wo es sich einfach über die Zeit zusammengefasst hat. Und wenn ich Fragen habe, gehen wir ins Bett und schlafen darüber und erzählen es morgen. Nein, in den Büchern steht einfach das Wissen und ein bisschen was Allgemeines. Man kann bei jedem etwas zu lernen. Naja, somit schlafen wir ein mit dem neuen Wissen. Und Marvin träumt von dem Elfen, der den Kakao gehört hat und von der schönen Geschichte. Von dem Fuchs. Von unserem Haus. Von dem Schlitten, den wir gefunden haben, den wir gefahren sind. Von dem neuen Schlitten auf jeden Fall. Von der magischen Handschuhmacht. Komisch Wort. Von unserem Haus. Nochmal von unserem Haus. Wo er drin ist, den Schlitten. Von der Magie, die ihn fliegen lässt. Und von seinem neuen Schlitten. Und morgen. Und von dem Elfenbär. Deine Höhle getragen. Und von dem Vogel. Morgen werden wir erforschen, wo diese Höhle hingeht. Also, bis morgen.